Mehrmals täglich sind die beiden in der Fußgängerzone unterwegs. Pro Schicht erwischen sie bis zu 30 Falschparker. Den muss ich mir jetzt mal angucken. Nehmen wir mit. Ja, keiner mehr da. Der steht ja hier praktisch vor den Pfosten, so dass gar keiner mehr reinkommt in die Straße, weil da kommt auch keiner rein und raus mehr, weil die nur von dieser Seite befahrbar ist. Und das ist natürlich nicht so schön, er hätte sich da vorne hinstellen können, auf die andere Seite, wo ein bisschen mehr Platz ist. Ne? Müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwo finden, den Fahrer. Mal gucken, was er so hinten auf der Ladefläche hat, wo der was ausliefern möchte. Kühlschränke, ja. Das ist natürlich schön. Aber wer braucht hier einen Kühlschrank? Kannst du dir vorstellen, wer hier einen Kühlschrank jetzt braucht? Ein Kühlschrank? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Frag mal hier drin. Moin. Weißt du, wo der ungefähr ist? Der mit dem LKW mit den Kühlschränken? Nee, keine Ahnung. Hast du auch nicht gesehen, wo der hingegangen ist? Nee, leider nicht. Oh, Schiede. Natürlich nicht so pralle, wie der da steht. Ne? Aber ich glaube, wenn, dann müsste er hier vorne im Haus sein, glaube ich. Hier vorne, ja? Ja, müsste er da sein. Gucken wir noch mal und warten noch mal, ob da einer rauskommt. Durchgehen kann man hier, ne? Durchgehen darf man hier, natürlich dürfen Sie hier durchgehen. Ja, das ist, solche Sachen sind immer blöd. Es könnte natürlich jetzt ein Feuerwehreinsatz kommen, ein Krankenwagen kommen. Die haben alle einen Schlüssel für diese Pfosten. Die legen sie ruckzuck um. In 30 Sekunden ist das alles hier vergessen und können weiter durchfahren. Ne? Gut, es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass sie von da oben reinfahren können. Aber wenn sie gerade hier stehen, ist es natürlich blöd. Vielleicht sind es nur 50 Meter, aber es reicht schon manchmal, dass das dann die Zeit fehlt. Ne? Weil man den jetzt suchen muss, wo der herkommt. 15 Minuten später. Hallo, ihr Lieben. Ja, nun mal ein bisschen Gas. Ihr wisst ja wohl, wie ihr hier steht. Aufladen und wegfahren, bitte. Weil das geht gar nicht. Hier in so einer Feuerwehrzufahrt, die ist gekennzeichnet durch extra durch Pfosten. Und da kann man sich nicht einfach davor stellen. Nur weil man ein paar Meter sparen möchte. Parken in der Feuerwehrzufahrt kommt teuer. Thomas Lange redet den beiden Männern ins Gewissen. Fahr da vorne und dann. So, ich belasse es jetzt noch mal bei einer mündlichen Verwarnung. Ne? Das nächste Mal wären das 55 Euro, weil ihr ja hier auch gar nicht reinfahren müsst. Nee, hättet ihr euch da drüben hinstellen können, dann war alles frei. Braucht ihr mir nichts zu erzählen. Das sind 10 Meter weiter als jetzt. Ja? Also das nächste Mal bitte vernünftig parken. Einfach einsichtig sein und Ja sagen. Das wäre schön. Ich werde auch noch warten, bis sie dann wegfahren. Denn manchmal glaube ich das immer nicht. Dann holen wir den nächsten Kühlschrank wahrscheinlich raus und wollen dann auch einen ausleihen. Das geht natürlich nicht. Thomas Lange hat kein Verständnis für die Fahrer. Klar, sucht jeder den kürzesten Weg zum Ausliefern. Die mussten jetzt da ganz hinten wahrscheinlich hin. Ich würde mir auch den kürzesten Weg sagen, wenn ich ehrlich bin, aber nicht sowas. Also das würde ich also wirklich nicht machen. Also das geht gar nicht. Sowas ärgert mich. Ja, das ärgert wirklich einen. Fahrt ihr dann bitte in die Richtung wieder raus, ne? Guckst du mal, ob da, wenn die rückwärts fahren, dass da jetzt keiner kommt? Weil die Fahrer einsichtig waren, drücken Thomas Lange und Heike Saarland ein Auge zu und belassen es bei einer Ermahnung. 30 Minuten später ist die Feuerwehrzufahrt wieder frei.
Wenn es uns nicht geben würde, glaube ich, dass wir nur Chaos hätten. Jeder würde so parken, wie er möchte. Die würden Feuerwehrzufahrten parken, die würden auf den Fußwegen parken. Also ich glaube schon, dass es schon wichtig ist, dass wir dabei sind. Ist okay. Nein, nein. Das war nur mündliche Strafe, mündlich. Ach so. Ne? Ja, ich schuldige mich. Na, aber beim nächsten Mal bitte aufpassen. Großer Paket. Weil lieber links oder da hinten so, auf der rechten nein, Seite. Großer Auto. Ich weiß, ja. Okay. Ja, alles in Ordnung. Tschüss. Also ich muss sagen, meistens sind die sehr nett und meinen dann auch, dass das ihr Eigenverschulden ist, dass sie halt ja, selber darauf achten sollten. Also ist ganz selten, dass jemand mal ein bisschen böse wird dabei. In 2 Stunden haben Heike Saland und Thomas Lange 10 Verstöße aufgeschrieben. Trotz des Regens kontrollieren sie weiter. Drei Wettertaft. Es regnet. Die Frisur ja. Hätte ich nicht mehr. Sie ist nur noch verklebt. So, ist jetzt irgendwo jetzt hier ein Regenbogen? Nee. Irgendwo wird das sein, aber wir sehen es nicht. 2 Stunden sind die beiden noch unterwegs und sorgen dafür, dass in Lüneburg niemand falsch parkt.